Um den Glockenturm ist viel Security, aber das sollte kein Problem sein. Schwieriger ist es, nach oben zu kommen. Irgendwelche Ideen? Ein Spider-Bot sollte helfen. Wir werden beobachtet. Schaltet die Spinne aus. Nur Scheiße im Hirn. Herbiers Befugnisse sorgen für zivile Sicherheit. So wollen Sie das also klären? Ich bin im Einsatz. Schüsse! Bin getroffen! Großartig! Dein Teammitglied hat seinen Wohnsitz in eine Albion-Zelle verlagert. Sind die Mieten in London wirklich so heftig? Schön blöd. Dann los. Bringen wir den Job zu Ende. Thank you.
Der Weg zur Turmspitze ist trügerisch. Viele Zwischendecken und Gerüste. Leichter für 6 mechanische Beine als für 2 menschliche. Das wird mega cool. Sollte es gehen. Das war bewegend, wirklich. Die Schläge wieder zu hören, den Turm so zu sehen, wie er gedacht ist. Das bedeutet den Leuten in diesem Bezirk alles. Verstehe, jeder braucht Symbole.
Und der Glockenturm ist das Markenzeichen von London. Er repräsentiert quasi unsere Kultur. Er steht für unsere parlamentarische Demokratie. Und dass Albion ihn so geschändet hat, da war klar, was sie beabsichtigen. Vielen Dank, Dadzek. Wow, ich war gerade die ganze Mission gemutet und niemand von euch sagt was? Ich rede und rede und rede. Nice. Dadzek. Schließe Bezirksaktivitäten ab, um die Dadzek-Unterstützung zu erhöhen. Londoner in Bezirken, die aufbegehren, sind eher bereit, Dadzek beizutreten. Verbliebene Technikpunkte werden auf der Karte sichtbar, sobald ein Bezirk aufbegehrt. Erfahrene Rekruten besitzen Fähigkeiten oder Waffen, die sehr wertvoll für Dadzek sind. Super Arbeit. Jetzt wird Westminster sich sicher gegen Albion erheben. Danke. Juhu. Erster Stadtteil fertig. Ich wollte schon fragen, ja, ich rede und rede. Aber hallo, Theron. Ich weiß nicht, ob ich gemutet war, als ich dir Hallo gesagt habe. Das war, ist wieder typisch ich. Lass uns mal... Nee, warte, das ist unser Main-Dingsbums. Ich wollte mich jetzt gern betrinken gehen mit euch. Keine Angst, passiert jedem mal. Ja, aber das ist so richtig doof. Das heißt, ihr habt jetzt hier zugeschaut, obwohl ich einfach nichts gesagt habe. Ich meine, es freut mich, aber ich habe tatsächlich mit euch geredet. Mission. Assassinenvertrag? Wollen wir uns noch Irmgard Schröder holen heute? Weil ich weiß nicht, wenn wir jetzt die Mission machen, wie lange die dauert. Ich habe nur bis um 6 Zeit. Kann heute nicht länger. Aber ich meine, wir spielen ja morgen weiter, ne? Morgen ab circa 17.30 Uhr. Ich habe 16.30 Uhr noch einen Arzttermin. Ich hoffe, dass ich dann 17.30 Uhr zu Hause bin. Das heißt, die Main Story machen wir morgen weiter. Ich würde jetzt vielleicht noch die Irmgard holen. Die hätte ich gern noch. Warum leuchtet das hier auch so wegen dem Bein? Ich möchte die gerne in unserem Team haben. Hat das auch letztens erst wieder, komm aus der Pause und voll vergessen, den Entmute-Button zu drücken. Ja, weil ich weiß noch, ich habe, als die Mission eben anfing, als wir mit dieser Dame da gesprochen haben, habe ich mich gemutet, weil ich was getrunken habe. Und dann habe ich es voll verrafft, mich wieder zu entmuten. Die ganze Mission über. Okay. Gut. War ein bisschen Stummfilm. Ich mache mal kurz wieder die ganzen Punkte hier weg. Ich mag das nicht. Hier kriege ich die Punkte wahrscheinlich nicht einfach so weg. So. Wo war denn jetzt? 2055 Meter. Wo ist unser Questmarker? Das Spiel hat auch Geräusche gehabt. Ja, immerhin. Geh in die Richtung. Sprich mit Irmgard. Wir brauchen ein Auto. Dein etwas tollkühnes Teammitglied sitzt im Knast. Hinter Gittern geht das mit dem Widerstand schlecht. Wird eine Zeit dauern, bis das wieder geht. Aber ich habe einen Tipp. Warum rekrutierst du nicht einen Anwalt für das Team? Ich weiß. Können wir jetzt mal eigentlich die Schnellreise nutzen? Warte mal. Machen wir Schnellreise.
Hatten wir halt noch gar nicht. Warte, weitere Anweisungen. Hier oben. Da sind Punkte. Lass doch schnell die Technikpunkte mitnehmen. Wenn wir jetzt schon wissen, wo die sind. Ich mache mich steif wie ein Brett. Es wurde Alarm ausgelöst. Du kommst. Hier waren wir doch erst schon mal. Nice. Was haben wir eigentlich? Was ist das hier alles? Okay, das ist einfach nur zu teuer. Das ist jetzt nicht irgendwie gesperrt oder so. Das könnten wir uns auch alles holen. Ja, dann müssen wir ein paar Punkte sammeln. Na, nein! Okay, Fallschaden ist nicht. Ist ein Laden, hatten wir den schon? Glaube ich noch nicht. Schade. Oh, lass uns das anziehen. So ein offener Bruch wäre cool gewesen. Dann hätten wir jetzt aber noch einen Agenten weniger. Der eine sitzt im Knast. Ach, das ist die Straße mit den 10.000 Millionen Shops. Wir müssen die alle einmal besuchen, damit wir die dann von unserer Base aus nutzen können. Müssen wir mal kurz hier durchklicken. Hier Mobilcom Debitel, auch ein Laden. Hier ist noch ein Klamottenladen. Hier. Und hier. Oh, das sieht nach unserem Laden aus. Okay, jetzt gehen wir zu Irmgard.
Den hat man, glaube ich, schon, den Laden erst. Irmgard oben oder unten? Red mal mit meiner Nachbarin. Sag ihr, dass ich dich geschickt habe. Gib sie dir Rabatt. Ja. Vertraulich. Ach, da ist Irmgard. Irmgard. Die Stadt geht zugrunde, nicht wahr? Interesse, die Dinge zum Guten zu wenden. Bist du von Detzek? Oder gehörst du zu diesen hinterhältigen Schweinen, die die Königsfamilie ersetzen wollen? Hä? Den Austausch. Sie wollen die königliche Familie durch Doppelgänger ersetzen. Diese Schweine wollen ihre Marionetten auf dem Thron. Sie haben alle Machtstrukturen Londons unterwandert. Hier. Ich habe die Rädelsführer, ihre Kumpanen und Operationszentren identifiziert. Wir müssen ihrem Treiben ein Ende bereiten. Zeig, was du kannst. Für die Queen und Großbritannien. Okay, ich gebe mein Bestes. Sind schlecht gealtert. Okay, wow. Hat irgendwas daran auch nur annähernd gestimmt? Sie hat definitiv nicht alle Tassen im Schrank. Die Zentrale dieser geheimnisvollen Intrige soll sich in einem Albion-Büro in der Nähe befinden. Könnten wir uns trotzdem mal ansehen. Klar, sehen wir uns an, was hinter dem Vorhang ist. Das wäre super lustig, wenn wir die dann alle in Hunde verwandeln könnten. Aber was macht sie mit du dem jetzt? Meine Stimme. Du wirst müde. Du fällst unter meinen Bann. Abracadabra. Das ist auch ein Hund. Oh, vielleicht können wir die dann tatsächlich alle hypnotisieren und dann sind es alles Hunde. Das wäre schon lustig. Ist es weit bis... Oh Gott, wo müsst... Ein Albion-Büro ganz in der Nähe? Ernsthaft? Okay, warte, dann wechseln wir jetzt zu Michael. Suzuki. Und machen die Mission mit ihm. Albion-Büro ganz in der Nähe. Wir freuen uns über eine weitere harte Nuss im Team. In Stärke vereint, nicht wahr? Danke. Ich bin bereit für die Action. Echt cool. Was gibt es, Bagley? Einige hier stationierte Albion-Wachen verkaufen Paletten mit Hightech. Waffen an Clan Kelly. Zu hohen Preisen. Klar, die Korruption ist offensichtlich, aber es ist wohl kaum eine böse Verschwörung. Immer schön drauf. Immer schön drauf. Ne, Moment mal, warum hat denn der so eine komische Uhr? Ich finde es ziemlich cool. Also, manchmal habe ich halt noch so ein bisschen das Problem, dass ich nicht so ganz weiß, was ich machen soll. Oh nein. Aber ich finde es ganz cool. Bis jetzt kam absolut noch keine Langeweile auf. Und ich habe auch das Gefühl, es hat sich noch nicht so wirklich gedoppelt, so.
Mal, wo müssen wir eigentlich hin? Hoch. Können wir das Versteck als Spinne zerstören? So. Was? Das war knapp. Noch weiter hoch. Die Frage ist, wo geht's hier hoch? Da ist ein Schlüssel. Waren auch welche. Also Leute. Da sind die Waffen. Da sind die Waffen. Echt jetzt? Nein! Toll. Ich brauche Hilfe. Jetzt muss ich die erst alle ausschalten, wenn ich das hier hacken kann. Genau, soll ich das zerstören? Ich drauf schieße.